Uwe Seeler, DFB-Ehrenspielführer, ein Hamburger Jung und trotzdem kommt er immer wieder gern in den Westerwald, diesmal mit seiner Uwe Seeler Traditionself nach Mündersbach. Gar nicht weit entfernt, in Weroth, hat er vor 17 Jahren seine aktive Karriere beenden müssen, brach sich bei einem prominenten Spiel im Westerwald den Knöchel. Ob der wohl noch schmerzt, wenn es Seeler mal wieder in den Westerwald verschlägt? Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Das war, als das wieder geheilt war, war es auch vorbei. Na, ich war auch in einem Alter, wo es dann Zeit wurde oder nicht verkehrt war, nach den vielen schweren Verletzungen auch mal aufzuhören. Ne? Denn man muss ja immer gezwungen werden. Und wenn dann die Ärzte mahnen, dann hört man auch auf. Sonst hätte man ja noch nicht aufgehört. Karriereende als Aktiver, was aber nicht heißt, dass der 76-Jährige nicht mehr aktiv ist. Zum Beispiel mit seiner Auswahl, gespickt mit ehemaligen Bundesliga-Profis. Wie etwa Sven Demant, Darius Wosch, Maurizio Gaudino oder Weltmeister Uwe Bein. Grund für das Gastspiel im Westerwald, der FC Mündersbach wird 40. Ja, wir wollten also etwas Besonderes machen, den 40-Jährigen. Da haben wir uns Gedanken gemacht hier. Es gab ja auch noch hier die Lotto-Elf zur Auswahl hier, aber wir hatten uns für die Uwe Seeler-Elf entschieden hier, weil viele HSV-Anhänger auch hier in Mündersbach wohnen hier. Und wie gesagt, wir wollten halt was Großes auf die Beine stellen und sind froh, dass wir es hinbekommen haben. Auf dem neuen Kunstrasenplatz in Mündersbach und bei bestem Fußballwetter kicken das Team von Uwe Seeler und eine Westerwald-Auswahl. Ich selbst kann nicht mitspielen, ich bin noch zu jung, hatte Seeler den 800 Zuschauern vor der Partie verraten. Seine Spieler durften ran und hatten sichtlich Spaß. Im schwarz-weißen Dress am Ball, neben den eben genannten, auch Spieler wie Michael Schulz, Carsten Kullmann, Steffen Herzberger, Martin Groth, Matthias Herget oder Sven Demant. Der machte auch die erste Bude für die Promis und die ließen noch bis zur Pause 6 weitere Tore folgen. Uwe Bein, Matthias Scherz, Dauervorbereiter Darius Wosch und insgesamt 3 Tore von Demann sorgten für eine klare Führung. Aber auch die Gastgeber aus dem Westerwald hatten ihre Chancen, etwa bei diesem Freistoß, der, weil noch abgefälscht, richtig gefährlich wurde für Pierre Esser, ehemaliger Keeper von Fortuna Düsseldorf und Galatasaray Istanbul. Einmal aber durften auch die Roten noch vor der Pause jubeln. Ganz zur Freude der rund 800 Zuschauer in Mündersbach. Ralf Solker machte den ersten von am Ende 3 Ehrentreffern. War das nach dem Geschmack von Trainer Uwe Seeler? Ja, ich bin ja kein Trainer, sondern ich bin ja nur Begleiter. Ja, ich bin zufrieden. Ja, die sollen Spaß und Freude haben. Und gut, das eine oder andere Tor, wenn man das ernst nehmen würde, hätte man es wahrscheinlich noch gemacht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass hier die Leute Spaß haben, guter Fußball gespielt wird und ob nur ein Tor oder mehr oder weniger fällt, ist unwichtig. Wichtig ist, dass der Gegner auch ein Tor erzielt und dann wird es ein bisschen interessanter. Es blieb auch nach der Pause interessant, auch wenn Seelers Kicker am Ende ein Schützenfest rausmachten. 4 Tore von Matthias Scherz, 2 von Maurizio Gaudino. Dazu trafen auch Uwe Dieter, Christian Schreier und Martin Groth nach der Pause. Für die Westerwälder trafen noch Stefan Franzen und Jürgen Günster. 15:3 hieß es am Ende, das Fazit des Trainers. Ich glaube schon, dass wir normalerweise von dem Kader her recht gute Spieler dabei hatten normalerweise. Nur gut, das ist natürlich jetzt auch in die Jahre gekommen, aber letzten Endes gegen so eine individuelle Klasse, wie wir eben schon mal gesagt haben, ist schwer. Ist schwer, wie gesagt, durch kompaktes Verhalten und sowas, was wir am Anfang gut hingekriegt haben. Aber auf Dauer das Ganze standzuhalten, haut nicht hin. Nach Spielende ging es für die Kicker in die Kabine. Der Trainer, der kein Trainer sein will, blieb aber noch ein wenig. Verloste handsignierte Bälle, gab fleißig Autogramme. Uwe Seeler war schon früher so herrlich unkompliziert und er hat sich bis heute nicht verändert.